Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. In der letzten Folge haben wir einen kleinen Abstecher in den Dschungel gemacht und sind dort ein bisschen tätig geworden, was das Bauen angeht. Und jetzt sind hier so einige Gestalten um uns herum, so wie zum Beispiel der gute Herr da unten. Und deshalb würde ich mal sagen, wir brettern mal gerade. Ups, schwuppdiwuppdi in die Wohnung rein und gehen wir noch in die Pennen, würde ich sagen, wa? Wird wohl das Geschickteste sein. Gute Nacht. Guten Morgen und wir starten in einen frischen Tag hinein und ich weiß gar nicht, was wir jetzt als nächstes tun. Außer dem Zombie da hinten beim Sterben zugucken. Ich würde ja gerne mal wieder in eine Höhle mit euch gehen. Da hätte ich ja schon mal wieder Bock drauf. Die Frage ist natürlich, ob jeder nicht langsam Langeweile kriegt, wenn wir ständig nur in Höhlen gehen. Weiß ich ja nicht, ob ich das machen kann. Als erstes würde ich natürlich ganz gerne, ich glaube, das mache ich mal als erstes jetzt, auch wenn ich schon wieder erstes gesagt habe, was natürlich langsam echt nervig wird, mit euch ein bisschen dort oben unsere Bude einrichten. Deshalb nehme ich hier mal gerade ein bisschen Zeug mit, was man so brauchen könnte, möglicherweise. Zum Beispiel Zäune und Wassereimer vielleicht auch. Wassereimer? Nee, ich glaube, Wassereimer brauchen wir nicht. Bücher auch nicht. Hebel? Nee, aber das nehmen wir mal mit. Und Sandstein. Braucht man Sandstein? Nehme ich auch mal mit. Ich weiß es nicht. Kann man ja wieder hier reinpacken, wenn man es nicht braucht. Aber erstmal nehme ich es mit. Und ein bisschen Wolle nicht, aber vielleicht ein bisschen Eichelholz. Eichenholz. Nicht Eichelholz. Hans Eichelholz. Rote Wolle auch nicht, aber ein bisschen weiße Wolle nehmen wir noch mit. Und ein paar Blümchen vielleicht. Ein paar nette Rosen. Und ein kleiner Tropenholzbaum. Ist doch immer schön, wenn man den im Zimmer stehen hat. Ja, das ist der. Er ist schön. Kürbislaterne. Nee, Kürbislaterne braucht man, glaube ich, nicht. Aber ein bisschen Eichenlaub nehmen wir noch mit. So, ich glaube, dann haben wir soweit alles. Essen haben wir auch noch dabei. Das ist ja unsere Schwurbelkiste. Die braucht man nicht. Aber wir essen jetzt erstmal was Leckeres. Lecker Brot. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir da oben mal die Bude ein bisschen einrichten. Unsere Villa, ne? Ich meine, unsere Villa da oben, die haben wir ja bisher noch gar nicht so wirklich in Gebrauch gehabt. Welche Tür nehme ich? Ich nehme die. Und wir müssen gucken, hier war gerade noch ein Creeper unterwegs und ich weiß jetzt... Ja, ich wusste es. Pinner! Pinner! Drecksack! So, war's das? Oder ist hier noch irgendwo einer, der irgendwie auf die Schnauze will? Hm? Freiwillige voraus, bitte. Freiwillige voraus. Voraus. So, hüpfen wir mal hier hoch. Ach, wir haben ja hier die Bäume das letzte Mal weggeschlachtet. Ja, wir müssten da mal nachsehen. Verfolgt mich hier irgendwas? Irgendjemand? Nee, nicht. Gut. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass hier nichts gespawnt ist. Aber es sieht nicht danach aus, was mich natürlich freut. Oder hier oben vielleicht noch? Hallo? Gut, hier ist nichts gespawnt. Das ist sehr schön. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Einrichtung mal hier unten. Bietet sich ja an, ne? Bietet sich an. Jetzt habe ich natürlich gar keine Druckplatten mitgenommen, was natürlich schon sehr ärgerlich ist, aber die kann man sich auch hier im Inventory craften. Ist ja superst. Da freue ich mich drüber. Das finde ich super. Das finde ich grandios. Und ich würde sagen, wie beginnen wir denn? Ja, ist gar nicht mal so einfach, ne? Also ich glaube, ich hätte hier gerne, das würde sich anbieten, ein kleines Esseckchen, wobei so ein Dreiertisch, glaube ich, hallo? Dann schon ein bisschen übertrieben wirkt. Wo ist denn jetzt die andere Druckplatte hin? Hallo? Hä? Ach da! Ach, hallo! Moin! So! Oder ist das jetzt zu übertrieben mit so einem Dreiertisch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schauen wir mal. So, eine Druckplatte noch. Pam! Und dann brauchen wir noch ein paar Treppen. Haben wir. Sehr gut. Sehr gut. Treppen. Hui! Hüpf, hüpf, hüpf. Da haben wir so eine schöne... Huch, da kriegen wir das noch hin. Ja. Haben wir hier noch so ein schönes Esseckchen. Müssen wir mal gucken, dass wir da dann noch eine Küche hinkriegen irgendwie. Hallo? Geht das nicht? Muss ich das so machen? Okay. Dann mache ich so. Habe ich auch kein Problem mit. So, da haben wir dann eine kleine Essecke. Und dann würde sich ja anbieten, wenn man die Küche hier hin macht, ne? Oder? Würde sich das anbieten? Dramatische Musik. Und wir überlegen. Passt die Küche hier hin? Ich glaube ja. Ich glaube, ja. Cleanstone habe ich jetzt nicht mitgenommen. Das ist natürlich praktisch. Haben wir noch Kohle dabei? Auch nicht. Ja, sehr schön.
Gut, dann müssen wir jetzt umdisponieren. Ich hätte nämlich da gerne so eine Platte drauf gehabt, ne? Ihr versteht, was ich meine. Aber dann machen wir das halt einfach später. Bascht auch. So, da möchte ich gerne eine Doppelkiste hinhaben. Dort hätte ich gerne... Was hätte ich denn da gerne? Ist das nicht das Texturenpack, wo auch ein Kühlschrank als Bild dabei ist? Ich hau hier mal gerade die Dingels hin, die Werkbank. Mach ich mal gerade dahin, sieht jetzt dann noch nicht so geil aus. Da hinten kommt aber auf jeden Fall ein Holzklotz rein. Zack. Und da auch. Und hier auch. Oder wäre das dann... Ich bin nicht so der Einrichtungskünstler, wie ihr vielleicht merkt. Auf jeden Fall mache ich uns gerade mal noch ein paar Sticks. Und dann mal ein Bild. Das ging, glaube ich, so. Und das Ding muss aber in die Mitte, ne? Nee, das war andersrum wahrscheinlich, ne? Das war die Sticks außenrum und die Wolle. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß es. Gut, dann brauchen wir noch ein paar Sticks. Holz haben wir hier. Pam. Und dann ein paar Sticks. Pamski und dann... so, alter Schwede, mein Inventar ist schon wieder zugeschissen bis zum geht nicht mehr. Das reicht nicht noch für ein Bild, ne? Na, das reicht nicht. Mal, was mache ich denn? Besoffenes Kind. So, jetzt aber. Nur 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2. Zwei Bilder. So, man hat mich gerade bei Facebook angeschrieben. Huch. Flipp. Und das ist doch hier dieses Texturenpaket, wo so ein Kühlschrank als Bild dabei ist, oder? Ist das nicht so? Ein paar Vorhänge sind auf jeden Fall auch sehr schön. Nein. Das ist eine Gardinenstange. Auch nicht so das, was ich möchte. Huch, der ist ja goldig. Ach, wie süß. Haben wir hier einen Kühlschrank bei? Ich wüsste es gern. Da würde ich mir ein Ei freuen. Mal drei. Ich bin echt langsam dafür, dass es hier so einen verdammten Auswahlbildschirm für die Bilder gibt. Ganz ehrlich. Das ist längst überfällig. Da ist er. Gut. Nathano. Dann möchte ich ganz gerne das Teil nochmal abreißen. So. Und ich bin mir noch gar nicht sicher, ob die Küche hier überhaupt bleibt. Ich glaube, ich mache die doch woanders hin. Das ist mir hier ein bisschen zu eng. Und ja, ich halte immer noch C gedrückt, weil ich nicht weiß, ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Von daher, sieht's mir nach, meine Freunde, sieht's mir nach. Ich muss mal gerade hier gucken, wer mich da bei Facebook am Stalken ist. So. Dann kommt die Küche halt hier hin. Auch gut. Küche hier ist auch gut. Und zwar mit einer Theke... die Theke. Boah, das ist echt schwer mit dem Einrichten. Ich mache hier mal den Anfang. Und dann da eine Kiste hin. Haben wir sie? Da ist sie, die Kiste. Oh, dann hätte ich hier gerne noch irgendwo so ein Teil. Doch nur wo. So, das hier ist, glaube ich, schon mal die Theke. Wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben ist, hier kann man zwei Öfen hin, hupala, klatschen. Das klappt auch sehr gut. Dann würde ich mal sagen, hier dann so, da noch und da dann ein paar Zäune drauf. Wo sind sie? Da sind sie. So, zack und zack. Ja, ja, doch. Das kann man so lassen, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich guck mal, wie das jetzt aussieht. Ja, ist auch okay. Und dann könnte man theoretisch gesehen, wenn man dann gut drauf ist und gerade nicht irgendwie unter Depressionen leidet, das vielleicht noch so machen, wobei das dann ein bisschen... Das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Seht ihr, glaube ich, genauso. Oder? Sieht das komisch aus, wenn man das so... Ja, lasse ich erstmal so. Ich glaube, das kann man als eine Dunstabzugshauge weniger durchgehen lassen, aber naja. Egal. So, und da hätte ich jetzt gerne den Kühlschrank hin. Und das soll aber nicht irgendein Kühlschrank werden. Nein, nein, nein. Ich soll einen speziellen Kühlschrank werden, aber ich weiß nicht, ob das hinhaut. Doch, müsste hinhauen. Aber wie baut man denn jetzt nochmal einen Dispenser? Alter. Da muss ich jetzt gerade mal, ihr kennt das ja schon von mir, einfach mal Standbild jetzt reinfügen hier, ne? Und dann gucke ich mal gerade. Wo habe ich denn jetzt? Ach, verdammt. Pam.
So, hier und dann jetzt meine Fresse. Warum lädt denn das scheiß iPhone jetzt so lange? Ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. So, dann gucken wir mal. Ja, ich habe hier mir so ein paar Minecraft-Apps runtergeladen, wo es sozusagen Crafting-Rezepte gibt, gerade für solche Fälle. Na! So, und jetzt lädt das gerade wieder. Ich kann ja hier währenddessen mal weitermachen. Wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, welche Zutaten man benötigt. Aber ich hätte hier, glaube ich, ganz gerne noch so kleinere Bänke. Würde das denn sich anbieten, wenn ich hier und da, würde das denn, ja, das passt doch wunderbar. Da können wir nämlich die Schilder dafür nehmen. Dann. Nein. Nein, C gedrückt halten. Ach nee, ich habe ja gar kein Ding ausgewählt. So, jetzt aber. Nix drücken. Außer das Schild an die Dingens hier. Kriege ich das da vielleicht noch hin? Ach, das geht nicht, weil da auch ein Schild ist, ne? Das ist ja mal abgefahren hässlich. Gut. Wir disponieren um. Dann gibt es eben nur zwei. Pam. Pam und Pam. Auch gut, da brauchen wir nur noch ein Schild. Wo haben wir die Treppen jetzt? Da sind sie. Ist alles sehr holzig hier unten, ne? So, dann machen wir es halt so. Wenn jemand fragt, die Schilde sind dran schuld. So, machen wir uns noch schnell ein Schild. Ich glaube, das App hat mittlerweile auch geladen. Oder die App besser gesagt. Uncover the secrets of hidden. Nee, will ich gar nicht. Learn how to furnace crafting table. Nee, Transport brauchen wir nicht. Armor brauchen wir auch nicht. Mechanismus, da ist es doch. Da haben wir einen Dispenser. Einen Bogen, ein bisschen Redstone und ein bisschen Cobblestone. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal schnell oben pennen, weil Bogen haben wir nur unseren dabei. Und den möchte ich ja ungern verwenden für so etwas. So, Schwert auswählen, pennen gehen. Schwert auswählen, pennen gehen. Ha, wir leben! Da würde ich mal sagen, gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Zur Bude. Ist da Glas drinne? Ja, da ist Glas drinne. Da auch, ne? Da ist was faul. Die beiden Dinger. Jetzt weiß ich auch, was ihr gemeint habt. Also entweder sind die beiden Dinger falsch oder die beiden hier. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken bei Gelegenheit. Aber nicht jetzt. Ist hier draußen. Lasst mich! Oh! Gut, uns ist scheinbar niemand gefolgt, das freut mir. Was sind das hier schon wieder für eine Mucke? Ah, ist hier wieder zum Einpennen hier heute. Mensch, Harald, was machst du? Schieb mal einen rüber. Ich hab Durst. Alter, geht auf Haus. Alter, geht auf Haus. Weißt du, geht auf Haus, Lan! So, was wollte ich jetzt mitnehmen? Bogen, genau. Bogen, Faden, 1, 2, 3. Und einen Redstone-Klumpen. Ja, ich nehme mal 3 Stück mit. Sicher ist sicher. Ich nehme auch nochmal 3 Faden mit. Sicher ist sicher. Kennt er ja. Und weißt du, was ich jetzt auch mal mache? Das ist ja eurer Meinung nach schon längst überfällig. Ich mache hier mal ein paar Druckplatten vor die Tür. Ha! Oh! Ob das hier draußen jetzt natürlich so gescheit ist, weiß ich nicht. Geht die mit auf? Ach krass, die gehen beide zu dann. Ja, perfekt. So muss es. Perfekt, hat super geklappt. Ich freue mich. Hab ich gar nicht gewusst, dass das geht. Ist ja Hammer. Hammer, einfach Hammer. Super gemacht. Finde ich total geil. So, hier machen wir dann das gleiche, aber erst, wenn wir den Garten quasi fertig haben. Das noch nicht gleich. Ich hätte auch gleich mal ein Schild basteln können. Ich habe doch hier irgendwo eine Werkbank gehabt. Ach, die haben wir jetzt auch gar nicht mehr hier hingesetzt, ne? Die hauen wir uns hier mal gerade wieder hin. Da ist sie. Wo nur am besten? Das ist die Frage. Ich würde ja fast schon sagen, da hinten ins Eck. Wobei, die würde auch natürlich auch gut hier hinpassen. Ja, lassen wir mal da. Ich glaube, das ist okay.
Okay, so, jetzt brauchen wir... Cobblestone, 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 Cobblestone. Und Redstone. Und ich hätte es in den Bogen machen sollen, das wäre schlau gewesen. Aber ich bin nicht schlau, von daher, das ist nicht schlimm. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Bogen ging... so? Ja, das ist richtig, sehr schön. Cobblestone, 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 Cobblestone und Redstone und Bogen. Dispenser!